So, heute mit kleineren Videos. Das letzte Mal war es ja wirklich fürchterlich. Da haben wir ja Stundenvideos gemacht. Das kann ja kein Mensch sich angucken. Und das möchte ja auch keiner. So, wie bei BioLeg. Oh Gott, ich glaube, die Jüngeren kennen BioLeg nicht mehr. Das sind so, es gab mal in den 90ern so, so richtig so ein Hype von Kochshows. Es gab Gerichtsshows, dann gab es Kochshows und so, keine Ahnung, im linearen Fernsehen. In Kochshows wird immer alles vorbereitet. Und da habe ich auch schon mal was vorbereitet. Man sieht diesmal wirklich ganz viele Pakete, die man hier schon eingeladen hat. Wir wollen heute erstmal auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie man seinen Code ein bisschen sauberer halten kann. Zum einen gibt es einmal das File Long Nose CSV. Bis jetzt habe ich das immer nur geladen, indem ich da einfach nur den Dateinamen hingeschrieben habe. Das wollen wir jetzt heute mal ein bisschen anders machen. Wir wollen heute uns mal ein bisschen das in der Form darstellen, dass wir sagen, okay, wir nehmen einen Pfad, also File Path. Das ist, wo das hier liegt, aktuell auf meinem Desktop. Und dann da liegt aber die Datei Longnose drin. Jetzt war ich mal ein bisschen stabiler. Also wenn man immer nur, dann müsste man das eher immer in seiner Datei, also in dem Ordner starten, wo auch die Datei liegt. Ganzer deutscher Satz. Und das ist manchmal so ein bisschen, ja, manchmal möchte man das einfach nicht. So, ReadCSV nehmen wir wie immer aus Tidyverse und ab geht's. So, das sieht doch schon mal gut aus. Naja, also wir haben es eingelesen. Also Kurzfassung, ich habe diesen Datensatz, den man hier sieht, kopiert und wieder rausgeschrieben, weil ich das nicht immer rein und raus kopieren möchte. Das ist sehr, sehr hässlich. Überdies hinaus, wir machen das hier nicht mit Gleichheitszeichen. Ne? Das ist nicht sauber. In R ist es der Zuweisungsfall, nicht das Gleichheitszeichen. Ich weiß, manche Mathematiker machen das. Es ist der Zuweisungsfall. Das ist hier schlecht programmiert. Ja, ist es. Kann ja auch machen. Es geht ja um Inhalt. So, und ab und an blinkt dann doch noch irgendwie aktuelle Pakete rauf und das ist doch schön. So, was wollen wir jetzt erstmal machen? Erstmal stellen wir fest, so geht das gar nicht. Also so kann ich nicht arbeiten mit Klein- und Großschreibung. Zum einen ist es unangenehm, dass Wörter irgendwie groß anfangen. Das sind meistens irgendwelche Klassen. Und zum anderen mag es nicht. So, und deshalb gibt es im Package Janitor, also Hausmeister, gibt es das die tolle Funktion Clean Names. Das machen wir als allererstes erstmal. So, Clean Names, was passiert dann? Wenn wir das machen, dann macht er erstmal alle Leerzeichen durch einen Unterstrich. Kommt hier nicht vor, aber er macht alles klein. Er macht alle blödsinnigen Sonderzeichen raus, wie Umlaute im Deutschen oder irgend sowas, sondern fräst das erstmal alles weg. Das heißt, da sind wir erstmal fröhlich. So. Und was haben wir dann noch? Was treibt einen noch in Wahnsinn? Natürlich, dass das hier so in Schreisprach geschrieben ist. Und das wollen wir auch weghaben. Und um hier mal ein bisschen jetzt auch in dplyr tiefer einzusteigen. Sie erinnern sich, es gibt Filter, Mutate, Select. Gibt es auch die tolle Funktion Mutate If und die macht Folgendes, also da kann man einfach einen zum Beispiel abfragen, is Character, is Numeric, is Double, is irgendwas, also und wenn das der Fall ist, dann nutzen wir hier diese schöne Funktion To Lower. Es gibt auch To Upper und aber das ist so eine hier diese To Lower Function. Die macht einfach nichts anderes, als aus Großbuchstaben Kleinstbuchstaben. Kleinbuchstaben. Kleinbuchstaben. Meine Güte. Deutschseminar wird das ja auch nicht mehr. So. Jetzt können wir arbeiten.
Jetzt haben wir erstmal alles klein. Wir haben irgendwelche deutschen verwirrten Umlaute raus. Und wir haben auch keine Schreisprache mehr drin. Das ist erstmal das Wichtigste. So, das haben wir. So, was haben wir jetzt hier als nächstes? Was will er dann hier? Er will irgendwas selecten. Das machen wir auch. Und zwar, was, das können wir natürlich jetzt so nicht mehr kopieren, weil wir natürlich unsere Namen umgenannt haben. Das ist auch nochmal was Schönes, ne? Nichtsdestotrotz gucke ich mal, was er hier macht. Longnos, gleich, 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 macht keinen Sinn. Unsinn. Er nimmt einfach alles, haben wir schon in der Longnos-Tabelle drin. Brauchen wir nicht. Head Tail kann man machen, muss er machen, weil er nicht Tibble nutzt. Weil er natürlich ein Data Frame hat und dann kotzt ihm so die gesamte Konsole voll. Wir haben aber ein Tibble. Deshalb sind wir cool. Und das brauchen wir nicht. So. Was wir aber brauchen, ist Core-Test, weil wir wollen mal gucken, wie sieht eigentlich so die Korrelation untereinander aus. Das heißt, wir wollen uns mal die Korrelation, das ist ein Punkt, anschauen. Gibt es irgendwelche Korrelationen? Und jetzt sehen wir auch gleich mal das Problem, warum wir das jetzt hier machen. Ja, war vielleicht doch nicht so dumm, was er gemacht hat. Er hat nämlich die numerischen Variablen rausgezogen. So, das heißt, wir machen. Aber wir machen das natürlich nicht. Merrick, Tibble, das machen wir natürlich nicht mit Select und kopieren das da rein, sondern machen natürlich Select if is.numeric. Gibt es Select if nicht? Gucken wir mal. Select if. Ja, select if. Ja. Tja. Schöner Käse, es ist jetzt gerade mein Internet tot. Das heißt, wir machen dann doch händisch. Also machen wir mal. Wir haben ja Gott sei Dank diese schönen Names. Also nehmen wir das jetzt hier doch händisch. Wups, wups. Und so. Ich gucke mal nach. Aber wenn jetzt mein Internet hier gerade die Grätsche macht, ist das natürlich ärgerlich. Beziehungsweise halte ich mein VPN. So, aber das hilft nichts anderes. Solange das jetzt hier läuft, ist alles gut. Dann nehmen wir jetzt die numerischen. Und jetzt. So. Ja. Wir machen mal ganz so. Okay. Jetzt war gerade mein Video weg. Na, das wird ja wieder spannend. Also wenn es nachher nicht funktioniert hat, ich spreche es nochmal neu an. Gut, also, was haben wir jetzt getan? Also wir haben uns jetzt einmal die Korrelationsmatrix angeschaut und gucken uns einmal drüber, inwieweit diese überhaupt eine Korrelation da haben. Also damit können wir überhaupt mal schauen,
wie die Variablen untereinander korreliert sind. Weil wir müssen uns nämlich immer die Frage stellen, was ist so das Problem einer linearen, multiplen linearen Regression? Nun, wenn zwei Variablen sehr hoch miteinander korreliert sind, wie zum Beispiel Schuhgröße, linker Fuß, rechter Fuß, dann kicken die sich gegenseitig raus. Das heißt, wir müssen nach Möglichkeit, sollten wir nicht zu viele Variablen drin haben, die untereinander korreliert sind. Also hoch korreliert sind. Und da sieht man schon, das ist hier so ein bisschen ärgerlich. Hier gibt es ja hier Temp und maximale Tiefe ist hoch korreliert. Oh Gott, Temp und NO2 auch. Entschuldigung, falsche Lie. Heute ist echt falsche Sache. So, das sind die Probability-Fahrs. Muss mal aufpassen, dass man das richtig interpretiert. Na, geht. Nee, das ist die Korrelationsmatrix hier oben. Ja. So, das Ganze können wir uns auch einmal abbilden. Tut mir echt leid, ich hatte gerade jetzt hier noch eine Störung. So, jetzt weiter. Okay. So, und eine bessere Möglichkeit, das einmal sich anzuschauen, ist in einem Plot. Hier können wir das nämlich mit Pairs, kann man sich das nämlich einmal sehr schön ansehen. Wir nehmen dementsprechend wieder Long Nose. Das bleiben wir mal konsistent und ändern das hier mal wieder weg. Noch ein bisschen schön. Das hier. Das, ja, komm mal. Plus. Und jetzt kann man sich das einmal visualisieren. Visualisieren ist sowieso besser, als sich das Ganze, also die Korrelationskoeffizienten ist immer ganz nett zu sehen, besser ist es aber, sich das Ganze einmal zu visualisieren. So. So, das ist die Korrelation, also wir erinnern uns, was heißt hochkorreliert. Kommen wir mal einmal mit hier, du schöne Abbildung. Gucken wir uns das hier einmal an. Kopie. So, mal hier ein bisschen raus, wieder rein. So, gucken wir uns mal an. So, gucken wir uns mal an. Also, was war nochmal Korrelation, was wir uns vorher angeguckt haben? Vielleicht erstmal in der Verbindung dazu. Also, irgendwas so, wenn die Punkte alle auf einer Linie liegen, müssten wir irgendwie eine Korrelation von plus 1 haben. Wenn das Ganze irgendwie nach unten geht, also irgendwie so, dann müssten wir eine von minus 1 haben. Und wenn das Ganze irgendwie so eine schöne Wolke ist, dann müssten wir irgendwas von 0 haben. Das sollte also, was wir uns vorher an der Matrix angeguckt haben, sollten wir also sozusagen hier nochmal sehen. Ja, gibt es jetzt irgendwas? Wir gucken jetzt sozusagen, ob irgendwelche Variablen irgendwie miteinander stark korrelieren. Also übrigens, das hier ist natürlich hier unser Y, das ist nochmal ganz wichtig, das haben wir ja ganz vergessen. Wir haben ja ganz vergessen, unsere Fragestellung, unser Modell aufzubauen. Also Y hängt ab von, also Longhorns hängt ab von Azerrage plus 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 bis Temp. So, das ist unser Modell, genau. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, aber wo jetzt, was man hier so sieht hier, Long Nose, ne, also hier ist ja Long Nose Y, also hier ist Long Nose Y und hier ist Long Nose X. Und wenn man hier guckt, dann fällt einem auf,
dass Long Nose ja bei 0 begrenzt ist. Eieiei. Aber wir wollen ja jetzt so irgendwie eine Normal, also wir wollen ja eigentlich eine Normalverteilung anschauen. Also wir wollen ja eigentlich eine Gaussian-Linear Regression rechnen und das eigentlich ja auf Y Long Nose. Was war ja. Okay. Gucken wir gleich mal. Wir behalten das mal jetzt hier im Hinterkopf. Ne? Und dementsprechend werden wir das schon machen. Ach ja, das war die Pairs. Und es gibt natürlich auch noch eine viel schönere Abbildung dazu. Und zwar, also man muss dann immer, man muss immer, wenn man das macht, die numerischen selektieren. So, gibt es das jetzt? Ist wieder Internet? Jetzt habe ich wieder Internet. So, select if. Gibt es doch. Select if. Manchmal. Ja, so. Cool. Also, Sie können mit der Select-If-Funktion isNumeric, können Sie dann eben alle numerischen rauswählen. Das macht Ihnen das ein bisschen einfacher. Dann müssen Sie jetzt hier nicht diesen Code-Block hier nehmen. Das wollen wir nicht. Wir sind cool. Wir machen das mit so wenig Zeilen Code wie irgendwie möglich, um damit natürlich alle möglichen, um dann, naja, warum machen wir das? Um das andere Geschlecht zu beeindrucken natürlich. Und dementsprechend funktioniert das auch. Wenn Sie weniger Code benutzen, das funktioniert. Ich glaube dran. So, das ist cool. Naja, und wir benutzen weniger Code als im Tutorium. Entschuldigung. Herrlich. Also Select, also das ist. Gut, die kleinen Freunde. So, oh, das sieht cool aus. Das ist jetzt sozusagen diese Chart Correlation. Also wir gucken uns jetzt verschiedene Abbildungen an, die immer cooler werden. Und verspielen uns jetzt so ein bisschen da drin. So, das heißt, was sehen wir hier? Ach so, das ist ja so ähnlich wie eben, nur cooler. Wir haben ja hier irgendwie so. Copy, also sogar mit Sternchen. Also mit Signifikanzsternchen. Ja, also. Was haben wir hier? Also da sieht man ein bisschen mehr, weil wir jetzt sozusagen hier diese, wir haben sozusagen jetzt hier diese Punkte. Die sind jetzt hier sozusagen hier und dann gibt es irgendwie, achso, und dann haben wir oben hatten wir hier keine Gerade durch, die mussten wir uns selber denken. Das ist natürlich alles viel cooler, ne? Also dann haben wir hier so eine Gerade, also so eine, ja, eine Pseudo-Gerade, also der versucht sozusagen jetzt hier irgendwie so diese Punkte mitzunehmen. Eher ist es so eine fraktionelles Polynom, glaube ich. Gott. Ja, so heißt das, glaube ich. Ja. Also sieht man erstmal nochmal hier sozusagen einen Versuch einer Gerade und man sieht eben, wie das alles sehr schön so eine Art also parallel zur X-Achse läuft. Also heute ist irgendwie der Wurm drin. Und dadurch können wir davon ausgehen, dass eben hier stehen auch die Zahlen besonders klein, wenn sie besonders nahe der Null sind. Und wir sehen dann eben große Zahlen und dann sogar noch mit Signifikanztest. Aber das Signifikanztest, das ist halt nett, aber so groß sind sie nicht. Also das hier verbindet sozusagen die Korrelationsmatrix, die wir berechnet haben, mit dem Plot oben und zeigt es uns dann hier nochmal an und gibt uns nochmal ein cooles Histogramm. Ja, und man sieht mal hier, und man sieht mal, wie schön schlimm das aussieht. Na? Weil das ist ja jetzt überhaupt nicht schön. Also, wir wollen ja eigentlich ein normal verteiltes Y haben.
Weil wir eine Gaußsche Linear Regression rechnen wollen. Und das sieht mir hier aber, also, das ist also das ist nicht normal verteilt. Ah, gut. Also gut. Schön ist das nicht. Das heißt, was machen wir jetzt? Zuallererst überlegen wir uns mal, wir gucken uns nochmal das Histogramm an von ich muss mir noch ganz kurz zwei Notizen machen, MDS und Riff. So, dann gucken wir uns mal einmal das Long-Nose-Unterstrich-Tibble, das Histogramm davon nochmal an, und zwar Long Nose. Table 1 lassen wir heute mal raus. Ne? Sie können natürlich darauf auf eine Table 1 rechnen, aber das machen wir heute mal nicht. Und los geht's um Histogramm. Gucken wir mal rein. Ja. Das sieht mir eher aus, als wäre hier Long Nose, also als wäre das. Das sieht mir eher aus, als nutzen wir die knallharte Summary-Funktion nochmal und überlegen mal, was da los ist. Minimum 1, First Quartile. Aha, okay. Also ich würde mal sagen, das sieht mir hier sehr, also das sieht eigentlich eher aus nach Zähldaten. Also Long Nose, ich glaube, das sind Zähldaten. Also wie viel Hechte, also ein Hecht, die da, also Long Nose ist ein Hecht, wie viel Hecht die da haben. Also mal hart an der, also das würde ich jetzt eher mit einer Poisson, also Regression machen, nicht weil es ein Fisch ist, also Poisson ist ja eine Fischverteilung, also das hat aber nichts zu tun, weil es ein Zähldaten sind. Aber wir sind ja jetzt hier gefangen in einer Gaußschen Linear Regression Tutorial und da sind wir natürlich dem Macher hier sehr dankbar und müssen mal überlegen, was machen wir denn jetzt? Ja, also ich würde mal sagen, dann machen wir doch einfach mal den Log davon. Na, das sieht doch besser aus. Ja, also wenn, wir können natürlich einfach, wir logarithmieren den Kram einfach. Dann sieht das normal verteilter aus. Dann müssen wir uns vermerken, dass wir das Ganze logarithmiert haben und dann wieder exponieren müssen. Ne? Ja, das ist ja klar, wenn wir jetzt so 2, 1, 1, wenn wir Zahlen haben, 2, 1, 2,4 haben und davon machen wir den Log. Entschuldigung. Und ja, das funktioniert. Das heißt, wenn wir was logarithmieren, also dann ist das log normal verteilt. Das sieht doch ganz gut aus. Das heißt, wir sind mal so nett und sagen einmal mutate long. Jetzt gibt es die harte Variante. Wir überschreiben das, vergessen, dass wir es überschrieben haben und wundern uns. Oder wir nennen es Long Nose Log. Und das ist dann gleich Log Long Nose. Und jetzt gucken wir uns das nochmal in das hier nochmal. Und dann gucken wir uns das nochmal im coolen Bild an. Das ist da unten, das mag ich nicht. Entschuldigung. Select Long Nose Log und dann Everything. Also Everything ist eine generische Funktion, womit er das dann alles nach hinten wegsortiert. Long Nose, Log.
Das ist hochkorreliert, komisch natürlich. Es ist ähnlich und man sieht hier auch so schön den logarithmischen Zusammenhang. Aber was mich viel mehr beruhigt, ist, dass wir jetzt das Ding irgendwie normal verteilt aussieht. Also wir wollen ja jetzt auf Teufel komm raus, auf unser Poisson verteilten Daten eine Gaußsche Linear Regression rechnen, weil wir hier in einem Tutorium zur Gaußsche Linear Regression gefangen sind. No? Wir sind, weil wir das hier, die geht ja nicht anders. Und gut, aber was viel wichtiger ist, wir gucken hier nochmal. Ja, natürlich ändern sich jetzt auch so leicht die Korrelationen. Long Nose war hier 34, 35. Do 2 war für, natürlich. Ja. Hier hatten wir nur 14, jetzt haben wir eine Korrelation von 32, 30, 29. Das sieht gut aus. Also ich gucke jetzt gerade, ob die Korrelationen zu diesen anderen sich geändert haben, auf unser, weil wir wollen ja nicht noch den Zusammenhang von X und Y modellieren. Und ja, und nach Möglichkeit sollte das so eine Transformation, ich will ja durch sozusagen durch die Transformation des Ys, die singuläre, nicht sozusagen meine ganzen anderen Zusammenhänge vollkommen durcheinander schroten. Das geht. Das sieht einigermaßen gleich aus. Das hier ist störend, aber also von 0,14 auf 0,32. Also Do 2 zu Long Nose ist 0,14 und Do 2 zu Long Nose Log ist 32. Naja. Ja. Ja, es ist halt schon ein Unterschied, ob diese Abbildung oder diese Abbildung, ne? Obwohl das ist natürlich, hier haben wir auch welche. Ja, egal. Sie sehen, man kann nicht alles, also man kann keine optimale Lösung für das Problem finden. Aber ich sage jetzt erstmal, dass mir die Verteilung des Ys wichtiger ist. Also wenn ich jetzt eine Gaußsche Linear Regression rechnen will, dann rechne ich das nicht auf Poisson-verteilten Daten, weil ich weiß, dass es Zähldaten sind, weil ich da Hechte gezählt habe. Und deshalb sage ich, gut, ich will jetzt aber durch dieses Tutorium und also mache ich eine Log-Transformation und schiebe das Ganze in eine Log-Normal-Verteilung und das ist das hier und das sieht gut aus. Und jetzt mache ich so weiter, weil ich jetzt hier eine Gaußsche Linear Regression rechnen möchte. Sie sehen, das Y hat immer Vorfahrt. Das ist das Erste und das Wichtigste, was wir machen müssen. So, jetzt.